Die Suche nach dem perfekten Kopfhörer hat ein Ende, behauptet jedenfalls Rode. Naja, das ist vielleicht ein klein bisschen übertrieben, aber immerhin habe ich 4 Sachen an diesem neuen Kopfhörer gefunden, die ich an anderen Kopfhörern so noch nicht gesehen habe. Der NTH 100 ist ein Professional Over-Ear Headphone bzw. Studio-Kopfhörer fürs Mixing, Mastering und fürs Tracking geeignet und hat eine Impedanz von 32 Ohm. Der NTH 100 ist der erste Studio-Kopfhörer von Rode und das Video wurde gesponsert vom deutschen Vertrieb von Rode von Hyperactive und ist deshalb mehr oder weniger Werbung. So, bevor wir uns mit dem Klang des Kopfhörers beschäftigen, zeige ich euch erstmal die 4 Sachen, die mir aufgefallen sind, die anders sind am Rode-Kopfhörer als an den anderen Kopfhörern, die ich besitze. Erstens mal ist die Ohrmuschel ein wenig anders geformt, wie man hier sieht. Nicht kreisrund, sondern eher ohrförmig. Dann haben wir hier einen Verschluss. Wir können also jetzt hier die Breite oder die Kopfhörerposition arretieren, also feststellen. Komisch, dass da bisher noch niemand drauf gekommen ist. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, hier immer für einen gleichen Passkomfort zu sorgen. Außerdem sehen wir hier schon dieses kleine rote Markierungsteil, dieses Plastikteil hier am Kopfhörer, finde ich auch genial. Denn meistens muss man ja immer erstmal gucken, was links und rechts ist am Kopfhörer. Und das hat man sofort mit einem Blick am Start. Und wie es sich für einen professionellen Studio-Kopfhörer gehört, kann man das Kabel abstecken und an der anderen Ohrmuschel anbringen. Außerdem ist das Kabel, was mitgeliefert wird, auch schon mal ausreichend lang. Denn ihr wisst ja, kurze Kabel hasse ich. Der Kopfhörer kommt mit dem obligatorischen Mini-Klinken, große Klinken-Adapter und diesen Kabelringen. Mit diesen Kabelringen kann man seine Kabel markieren und dann auch entsprechend Farbe bekennen bzw. Farbe zeigen. Einmal grün und rosa ist dementsprechend auch dabei. So, wie klingt das Teil denn? Das ist natürlich schon eine wichtige Frage. Ich würde mal sagen, klanglich ist der Kopfhörer von Rode sehr neutral. Er hat weder starke Bässe noch übertriebene Höhen. Ich würde ihn so klanglich, so charaktermäßig, ich weiß nicht, ob ihr AKG oder Beyer Dynamic Kopfhörer kennt, da würde ich sagen, klingt eher so wie diese beiden Hersteller. Nicht so wie Sennheiser. Ich finde, Sennheiser Kopfhörer haben immer so ein bisschen so einen wuchtigen, etwas überbetonten Sound. Der Kopfhörer ist ein geschlossener Kopfhörer. Allerdings muss ich sagen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Dämpfung nach außen oder nach innen relativ moderat ist. Man hat einen, nicht so einen klaustrophobischen Sound damit. Und dadurch, dass er geschlossen ist, eignet er sich natürlich auch fürs Tracking. Der NTH 100 ist relativ leicht und man kann ihn dementsprechend stundenlang auf dem Kopf ertragen. Der NTH 100 ist im Studio universell einsetzbar, sowohl zum Mixing, Mastering und eben auch zum Tracking, denn er ist ja ein geschlossener Kopfhörer. Grundsätzlich sagt man ja, fürs Mixing und Mastering sind halboffene oder offene Kopfhörer besser geeignet, denn sie bieten so ein gewisses Übersprechen zwischen den beiden Ohren. Wer allerdings, so wie ich, über einen SBL Mark I oder ähnliche Software oder Hardware verfügt, der kann das Crossfeed, also dieses Übersprechen, dann auch noch nachträglich bei der Wiedergabe erzeugen. Und damit den Kopfhörer auch ohne Probleme länger fürs Mixing und Mastering einsetzen. Also für den ersten Versuch hat Rode hier schon einen sehr, sehr guten Studio-Kopfhörer an den Start gebracht. Ich bin mal gespannt, ob die Versprechen, was die Langlebigkeit anbelangt, auch zutreffen. Aber das werden wir jetzt in diesem Video nicht mehr thematisieren können.